Sie ist viel zu schnell unterwegs. Da draußen muss es wohl sehr, sehr windig sein. Oh nein! Hilfe! Oh je, ihr Segelmast ist gebrochen. Wo ist sie denn hin? Vielleicht ist sie ja hinter dem Leuchtturm. Oder vielleicht hat der Wind sie ja weggeweht. Ja, Sir? Die Flotte ist wo wurde sie zuletzt gesehen? Oh, sofort, Sir. Jetzt sind es schon zwei lockere Keine Schrauben. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann Steve. Also, Sie können auf uns zählen. Steht er auf links, zieht die Schraube sich fest. Steht er auf rechts, sie sich leicht lösen lässt. Ja, auf geht's. Ja! Oh nein! Halt! Halt! Penny, kannst du mir noch mal den Akkuschrauber erklären? Dafür ist jetzt keine Zeit, Elvis. Mandy steckt in Schwierigkeiten. Los geht's! Aber... Oh je! Komm schon, Elvis, wir müssen los! Penny, hör mal diese Schrauben. Nicht jetzt, Elvis. Was ist denn jetzt passiert? Genau das wollte ich ja gerade erklären. Ich habe die Schrauben aus Versehen gelöst. Es tut mir ja so leid, Penny. Das war ein schlimmer Fehler. Schon gut. Das war ebenso mein Fehler, Elvis. Ich hätte dir zuhören sollen. Oh, Penny und Elvis scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Tom, wir brauchen sofort den Hubschrauber. Gute Arbeit, Elvis. Aber was sollen wir denn jetzt nur tun? Ohne diese Schrauben wird es uns niemals gelingen, unseren Motor zu reparieren. Da ist Sam. Such dir vielleicht die hier? Oh, danke schön, Sam. Wie konnte ich nur so nachlässig sein? Ich habe versucht, ruhig und gelassen zu sein, aber diese Schrauben haben sich... Wow, nicht aufregen, Elvis. Denk dran, Mandy ist auf See verschollen und sie braucht jetzt dringend unsere Hilfe. Da ist Mandy. Und ihr Mast ist aus Treibholz. Das ist brillant, ja, wirklich schlau. Braucht ihr Hilfe? Danke, Mandy. Aber jetzt, wo Sam da ist, können... Ich finde, wir sollten ruhig Mandy die Heldenrolle lassen, oder, Penny? Ich meine... Ja, Mandy. Das wäre wundervoll. Geleite uns heim, Captain Mandy.